Waldeck zwischen unseren Gästen vom SV auf Gembeck und unseren Jungs vom TSV Altenloth 1-2. Oh, wir gehen mal rüber. Wohin? Gästetrainer Thomas Salokat hat seine Mannschaft voll aufgestellt. Es beginnt im Tor mit der Nummer 1, Florian Backhaus. Mit der 2 läuft auf Bodo Schleicher. Mit der 3, Tobias Potter. Mit der 4, Tobias Grebe. Mit der 5, Matthias Falk. Mit der 6, Stefan Jedwabny. Mit der 7, Jan Tischmann. Mit der 8, Markus Wittenburg. Mit der 9, Arthur Mironov. Mit der 10 der Kapitän der Gäste Maurice van Basen. Mit der 11 Yannick Winsberg. Des Weiteren warten wir unseren Gästen auf ihren Einsatz. Mit der 12 Jan Rosa und mit der 13 Thomas Wittenburg. Steffen Garte hat sich bei unseren Jungs für folgende Aufstellung entschieden. Er spielt mit der Nummer 1 im Tor Tobias Knoche. Mit der 2 spielt Maximilian Hutwelker. Mit der 3 unser Kapitän Michael Seibert. Mit der 4 Vincent Nagel. Mit der 5 Nils Backhaus. Mit der 6 Manuel Heuer. Mit der 7 Sven Putschneider. Mit der 8 Alexei Dobri. Mit der 9 Fabian Finke. Mit der 11 spielt Dominik Finke. Und mit der 14 Janik Leisner. Bei uns warten des Weiteren auf ihren Einsatz mit der 10 Johannes Bremmer, mit der 12 Matthias Hepp, mit der 13 Lukas Backhaus, mit der 15 Johannes Nagel. Das Spiel wird geleitet von dem Schiedsrichterkameraden Philipp Priester. Wünschen wir ihm bei seinen Entscheidungen eine glückliche Hand und dem Spiel einen anständigen, fairen Verlauf. Come on!
schwer zu also mit dem Zoom und wenig denken. Und siehst, wie der Ball läuft. Weißt du? So schön. Also wenn du das Stand hast, ist besser, weil du den quasi kriegst. Das ist super, der Platz ist besser wieder. Und ich bin dichter an der Bierbahn. Der Regelkunde müssen wir aber nochmal. Und vor allen Dingen, wenn du springst, du kriegst, das ist für einen Verein, denke ich, immer wichtig, dass auch die Sponsoren ab und zu mal ein Bild siehst, weißt du? Wenn du hier eine Bande wäre, also Werbungsbande, könnte mir auch da oben liegen. Ja, aber da hätte ich dann wieder den Mast, den Leuchtplatz vor mir, und hier habe ich gar nichts. Ne? Die hier so auf Höhe vom Geländer. Ne? Ja, aber die buchern ja dann weiter rein. Ne? So. Die müssen ja nur gekappt werden, also wir müssen dass du eine gerade Linie zum Geländer hast, weil wenn es regnet, dann werden die nass und hängen runter und dann siehst du das natürlich nicht mehr, ne? Ja, naja. Aber ich habe so lange auf den Standplatz da gewartet und geredet, ich habe das vorher schon mal gefilmt, da ich gesagt, mach mir einen vernünftigen Platz. Ich kann die Kamera auf tiefer stellen, aber dann von oben sieht man halt ein bisschen besser. Ne? Hey, alles gut. Das ist so eng. Bis ich mich gedreht habe, war das vorbei. Ja, schade. Also der Robin hat aber die Filme. Ja, da ist zu viel! Kommt hier rüber! Das ist leider doof. Oh, oh, oh. Komm zurück! 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 Komm zurück!
da nichts passiert. Who's that?
Yeah.
vorne. Auch nicht mehr vorne. Halbposition. Ja, wir müssen wieder mehr reden. Komm. Ja, jetzt hier von zu. Ja, gut, gut. 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 Ja, gut, g
vorne, komm! Alle Mann, komm! Komm, Junge, komm!